Das Orgelporträt. Die Zimmermann-Orgel in Ostrau. Ehemals selbstständigen Dörfer Reuden, Predel und Ostrau bildeten, bedingt durch ihre gemeinsame Lage im Überschwemmungsgebiet der Weißen Elster, schon seit langer Zeit politische Zweckgemeinschaften. 1950 wurden die drei Ortschaften zur Gemeinde Reuden zusammengefasst, die 2003 wiederum in die Gemeinde Elsteraue eingegliedert wurde. Wir befinden uns im Burgenlandkreis, im Süden Sachsen-Anhalts, nahe der Landesgrenze zu Thüringen. Ostrau ist dabei das älteste der drei Dörfer der Gemeinde Reuden. Urkundlich erstmals genannt wurde die slawische Siedlung Ostrowu in einer Stiftungsurkunde des Klosters Posa aus dem frühen 12. Jahrhundert. Heute leben 85 Einwohnerinnen und Einwohner in dem kleinen Dorf. Ostrau und die umliegenden Ortschaften gehörten bis 1815 zum sächsischen Amt Weißenfels, später zum Kreis Zeitz in der preußischen Provinz Sachsen. 2004 begann der Aufschluss des zum Tagebau Profen gehörenden Baufeldes Schwerzau, wodurch Reuden, Bornitz, Draschwitz und Predel im Zuge des Braunkohlenabbaus in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einen großen Teil ihrer Feldgemarkungen verlieren werden. Die Kirche in Ostrau ist eine der ältesten in der Gegend. Als Saalkirche mit Ostturm wurde sie als Stiftungskirche eines Ritters Konradus um 1175 erbaut. Später wurde an der Ostseite des Turmes ein rechteckiger Chor angebaut. Die Kirche besitzt einen frühbarocken Altar aus dem Jahr 1637 und 1710 wurde der Turm über dem gotischen Chor erneuert. Die barocke Orgel entstand wohl 1726 und wurde um 1800 weitgehend erneuert.
Auf die Details werden wir gleich noch näher eingehen. Zu Beginn erklang ein durchaus bemerkenswertes und ungewöhnliches Präludium in D von Johann Heinrich Buttstedt. Geboren 1666 in Bindersleben bei Erfurt, war er ein Schüler Johann Pachelbels und wirkte zeit seines Lebens fast ausschließlich in Erfurt. Er stammte aus einer Erfurter Pfarrer-, Lehrer- und Musikerfamilie und war über seine Frau auch mit der Familie Bach verschwägert, die ebenso wie Johann Sebastian Bachs Mutter eine geborene Lämmerhirt war. 1713 erschien Buttstedts musikalische Klavierkunst im Druck. Hierin finden wir neben diesem Präludium unter anderem auch eine Aria mit 12 Variationen, in der wir nun in 3 ausgewählten Veränderungen einige typische Klangfarben der Ostrauer Orgel hören können. Über die Orgel in Ostrau kursieren unterschiedliche Altersangaben in den Quellen. Gesichert ist, dass im Jahre 1726 in Ostrau eine Orgel erbaut wurde. Allerdings wissen wir nicht den Namen ihres Meisters. Um das Jahr 1800 wurde diese Orgel durch einen Neubau ersetzt oder zumindest wesentlich umgebaut durch den Orgelbauer Johann Nikolaus Zimmermann aus Camburg. Camburg liegt etwa 45 Kilometer westlich von Ostrau im heutigen Saale-Holzland-Kreis.
Über das Leben von Johann Nikolaus Zimmermann wissen wir nur sehr wenig. Als Geburtsjahr kann 1746 wohl als gesichert angenommen werden. 1766 wird in einem Kostenvoranschlag für die Erneuerung der Orgel in Bürgel unter den Mitarbeitern des Orgelbauers Justinus Ehrenfried Gerhard ein Tischlergesell Johann Nikolaus Zimmermann von Gumperda erwähnt. Gumperda ist ein Ort etwa 5 Kilometer westlich von Kahla im Rheinstädter Grund, ebenfalls im heutigen Saale-Holzland-Kreis. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich hierbei um unseren Johann Nikolaus Zimmermann, der also ein Schüler des großen Justinus Ehrenfried Gerhard in Lindich bei Kahla war. Wann genau sich Zimmermann dann in Camburg selbstständig gemacht hat, ist noch unerforscht. 1799 führte er eine größere Reparatur an der Orgel der Stadtkirche in Eisenberg aus und 1801 ist ein Orgelneubau in Bergsulza nachgewiesen, der allerdings nicht erhalten ist. Das ist auch schon fast alles, was wir über Johann Nikolaus Zimmermann wissen, der laut dem Lexikon norddeutscher Orgelbauer nach 1826 verstorben ist. Sein Sohn Johann Friedrich Zimmermann erlernte ebenfalls das Handwerk des Orgelbaues, vermutlich in der väterlichen Werkstatt, ist aber nur mit kleineren Reparaturen und Umbauten in den Jahren 1815 und 1820 nachzuweisen. Der folgende Vers über den Choral »Dies sind die heiligen 10 Gebot« stammt aus einer insgesamt dreiteiligen Partita, die allerdings ohne letzte Sicherheit dem Komponisten Nikolaus Vetter zugeschrieben wird. Der 1666, also im selben Jahr wie Buttstedt, geborene Vetter, war ebenfalls ein Schüler Johann Pachelbels und wirkte als Hoforganist in Rudolstadt, wo er 1734 verstorben ist. Um 1800 von Johann Nikolaus Zimmermann erbaute Orgel in der beschaulichen Dorfkirche von Ostrau besitzt 8 Register auf einem Manual und Pedal. Bereits 1942 wurde das Instrument erstmals durch die Firma Emil Hammer aus Hannover in einer für die damalige Zeit vorbildlichen Art und Weise instand gesetzt. 2018 bis 2019 wurde das Instrument durch Orgelbaumeister Gerd Christian Bochmann aus Koren-Salis nun denkmalgerecht restauriert. Die Orgelweihe 2019 war Höhepunkt und Abschluss der Kirchenrenovierung, in die die kleine Gemeinde in den letzten Jahren insgesamt 350.000 Euro investiert hat. Das Manual mit einem Umfang bis zum 3-C, aber noch ohne das große Cis, besitzt die 6 Register, Gedakt und Viola di Gamba 8 Fuß, Prinzipal und Gemshorn 4 Fuß, die Oktave 2 Fuß sowie eine dreifache Mixtur. Das Pedal ist ebenfalls ohne das große Cis bis zum eingestrichenen C geführt und verfügt über Subbass 16 Fuß und Prinzipalbass 8 Fuß. Dazu kommt eine Pedalkoppel. Unbekanntere Orgeln, wie das Instrument in Ostrau, haben es in der faszinierend reichen und vielgestaltigen Orgellandschaft Mitteldeutschlands nicht leicht, aus dem Schatten von größeren und von bedeutenderen Meistern geschaffenen Mitköniginnen herauszutreten. Die Bedeutung jeder Einzelnen zu erkennen und diese Bedeutung der Öffentlichkeit zu vermitteln, ist eine wichtige Verpflichtung in unserer schneller und oberflächlicher werdenden Gegenwart.
Das Wort Johann Gottfried Herders: Orgeln sind Wunderbauten, Tempel von Gottes Hauch beseelt, wird auch künftig nicht an Wahrheit verlieren.